Sidik TV KPM. Halo, alo Suzaman. Anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar bahasa Jerman. Wir lernen Deutsch und heute machen wir eine Überraschungsparty. Okay, Frau Nama, machen wir es weiter? Ja. Schon. Guck mal auf dem Tisch. Wir haben den Karottenkuchen gebacken. Noch nicht. Wir müssen zusammen mit Frau Daniela, Putra, Fadri, Shahira und Humaira essen. Wir machen ja doch eine Überraschungsparty für Frau Daniela. Ja, genau. Später essen wir zusammen, okay? Okay, okay. Ich musste das auch essen. Das sieht okay. Gut aus. Ja, aber, Herr Schon, Schüler und Schülerinnen, nicht nur den Karottenkuchen, aber wir müssen auch planen. Wir brauchen viele Sachen zu bringen und zu vorbereiten. Ja. Also, jetzt, wir müssen dann zusammen darüber diskutieren. Okay. Okay. Aber bevor das, lernen wir, wie wir die Sätze bauen können. Okay. Okay? So, Schüler und Schülerinnen, seid ihr bereit? Mhm. Ja? Ja, Frau Narmawarni. So, ja, Frau Narmawarni. Lass uns jetzt lernen. Du auch, Schon. Okay. Okay. So, was machen wir noch? Okay, so, wir können verschiedene Sätze machen, zum Beispiel, ich habe eine Idee. Aha. Oder, ich habe einen Vorschlag. Okay. Oder, ihr könnt auch so sagen, ich glaube, das ist, ich glaube, wir brauchen, aha. Dann, ihr sagt, ich konnte. Ja. Etwas kaufen, etwas kochen, etwas bringen, etwas besorgen, etwas vorbereiten und etwas machen. Ich mache ein Beispiel. Okay. Ha. Zum Beispiel, Schüler und Schülerinnen, schon? Ha, ich habe eine Idee. Ich konnte Spaghetti kochen. Es irgend Spaghetti? Isst du gern Spaghetti? Ja, sehr gern. Ja, lecker. Oder ich könnte auch sagen, ich glaube, wir brauchen Musik, sodass wir tanzen und singen können. Ja. Aha. So sind die Beispiele von Sätzen. So, Schüler und Schülerinnen, ist das klar? Klar, Frau Narmawarni. Gut. Also, lass uns zusammen diskutieren. Ich bin aufgeregt. Du auch? Ich auch. Okay, Putra, was kannst du für uns bringen? Ich glaube, wir brauchen Musik. Ich konnte die Musik vorbereiten. Ja, gut. So, dass ich tanzen und singen können. Wie war das, Putra, ja? Aha. Die Musik. Okay, so wir diskutieren jetzt, so dass alle wissen, was wir machen. Dankeschön, Putra. Musik ist sehr, sehr wichtig. So, Fadli, was kannst du bringen? Aha, ich habe eine Idee. Ich konnte das Zimmer und die Dekoration besorgen. Ah, so dass das Zimmer schön ist. Genau, die Dekoration, so dass wir eine Zimmer oder eine schöne Überraschungsparty machen können. Aha, gut. So, Shahira, was kannst du für uns machen? Ich habe einen Vorschlag. Aha. Ich konnte die Wurzeln kochen. Wurzeln. Lecker. Was backt sie? So, sie ist Wurzeln. Da, links. Links? Aha, ja. Wurzeln. So, lecker. Mit Tomatensauce oder Chilisauce. Lecker. So, Wurzeln von Shahira Humaira. Was kannst du für uns bringen? Ich habe eine Idee. Aha. Ich konnte das Brot kaufen. Gut. Ja. Humaira, gut. Brot mit Wurzeln. Die passen gut zusammen. Ja, isst du das auch gern schon? Oh, sehr. Wir haben schon viele Sachen. So, wir fragen mal Putra. Was kannst du noch für uns machen, Putra? Ich glaube, wir brauchen Saft.
Ich konnte Traubensaft für Danella kaufen. Genau, Frau Danella musste Traubensaft trinken. Ah, Moment, Herr Schon. Die Traubensaft müssen wir dann im Sonnenladen kaufen. Wir haben das vergessen. Kannst du bitte schreiben, die Traubensaft? Da ist das auch ja, Getränke? Ja, das ist die Getränke, genau. Ja, okay. Die Getränke. Wer hat das gesagt? Putra will Traubensaft für Frau Danella kaufen. Die Getränke, genau. Okay. So, haben wir schon alles, Fadli? Brauchen wir noch etwas? Aha, ich habe einen Vorschlag. Aha. Ich konnte Kaffee und Tee kochen. Ah, Kaffee und Tee, das trinke ich gern. Danke schön, Putra. Tee oder Kaffee für dich, Sean? Kaffee für mich, bitte. Ah, Tee für mich dann. Okay. Kannst du für uns dann machen, ja, Fadli? Frau Narma. Danke schön, sehr nett von dir. Und Shahira, bitte. Musstest du noch etwas bringen? Aha, ich habe eine Idee. Aha. Ich konnte Spaghetti kochen. Lecker. Oh, wutschen das Spaghetti. Ich möchte gerne in die Party jetzt gehen. Spaghetti von Shahira. Shahira will Spaghetti kochen. Oh, Moment, Frau Nauma, ich habe die Traubensaft gefunden. Ah, ja. Gut. So, ja, das ist die Getränke, der ja, Traubensaft. Genau. Dankeschön, Sean. Okay. Humaira, nur Brot oder hast du noch etwas zu bringen? Aha, ich habe auch eine Idee. Aha. Ich könnte Pizza backen. Das ist auch lecker. Pizza, Wurzeln, Brot. Ich habe jetzt schon Hunger. Hast du Hunger, Sean? Ich habe einen großen Hunger, ja. Aber wir brauchen auch die Tasse, Löffel, Gabel. Oh, ja, genau. Well, dann, wer muss denn für uns bringen? Putra, musstest du noch etwas für uns bringen, Putra? Ich konnte die Löffel und Gabel bringen. Ah, sehr nett von dir. So Löffel und Gabel von Putra. So Gabel, so dass sie Spaghetti essen können. Lecker. Danke dir, Putra. Und Fadli, was kannst du für uns noch machen? Aha, ich konnte die Teller bringen. Aha, ja, Teller für Spaghetti und Brot und Pizza. Teller, Fadli. Danke schön, Fadli. So, Shahira, du musst noch etwas bringen. Was möchtest du für uns bringen, Shahira? Ich konnte die Gläser bringen. Ja, für den Traubensaft, Herr Sean. Wir brauchen die Gläser. Dankeschön, Shahira. Humaira, bringst du nur Brot und Pizza oder gibt es noch etwas? Ich konnte die Tassen und die Untertassen bringen. Ja, für meinen Tee und für den Tee, den Kaffee, ja, Sean? Ja, genau. Ja, Tasse und Tassen für deinen Kaffee und für meinen Tee. Wir sind fast bereit. Aber gibt es noch etwas zu bringen? Habt ihr noch Idee? Putra? Was denkst du? Ich konnte die Tassmesser und Papiertassenschuhe bringen. Ah, das Messer, genau. Aha. Herr Sean, das Messer, sodass wir den Karottenkuchen schneiden können. Sehr, sehr wichtig. Genau. Das Messer. Gut gemacht. Das Messer, danke schön, Futter, sehr nett. Und das Papiertassentuche für unsere Hände und Mund, wenn die schmutzig sind. Ja, haben wir schon alles? Wir haben schon fast alles, oder Padli? Hast du noch etwas zu sagen? Was bringen wir noch? Ich konnte die Tikane bringen. Ah, du bringst die Tikane. Ah, dann brauchst du nichts zu bringen, dann Herr Sean. Padli ist sehr nett. Er bringt dann alles für uns. Und die Mädchen, schöne Schülerinnen, habt ihr noch etwas zu bringen, Shahira? Nein, nicht mehr? Hast du schon alles? Und ich glaube, Herr Sean, ich konnte die Spiele bringen. Ach so, ja, genau. Aha. Moment, ich schreibe. So, dass wir zusammen spielen können. Wir können dann zusammen rennen mit Musik. Wir können dann auch springen. Alle Spiele können wir dann zusammen machen. So.
Ja, wir müssen viel, viel Spaß haben. Ja, genau. Und ich habe auch eine Idee. Was kannst du denn bringen? Ich könnte eine Schale bringen. Genau, die Schale brauchen wir, um Suppe zu essen. Aber niemand bringt Suppe. Okay, ich bringe, ich koche die Suppe, Hähnchensuppe, mit Gemüse. Dann schreibst du, ich bringe die Suppe, sodass wir in der Schale von Herrn Schon Suppe essen können. Ist das wichtig? Ja, genau. Hast du richtig geschrieben. Dankeschön. Dankeschön. So, Schüler und Schülerinnen, wir haben schon alles diskutiert. Ja, genau. So, wir haben alle Sachen geschrieben und schon. Ja. Kannst du dann etwas für uns kochen? Ja, ich konnte, ich glaube, ich konnte, wir haben schön Suppe, wir haben schön Spaghetti. Vielleicht ich konnte eine, ein Brot haben wir auch. Vielleicht Bratwurst. Bratwurst mit Currysoße. Currywurst. Die Deutsche essen gern Currywurst mit Currysoße. Lecker. Das bringst du, ne? Ja, mache ich. So, Currywurst. Wurst ist also die, der oder das. Der. Ja, Currywurst. Okay. Der Currywurst. Ja, ich haben wir alle? Könnte auch Orangensaft bringen. Orangensaft, okay. Saft ist der. Ja, ich habe auch eine Idee. Was tragen wir? Ich glaube, wir tragen schöne Kleidung. Ja, genau. So, welche Farbe gefällt es dir? Ich mag rot. Ja, wir fragen mal die Schüler und Schülerinnen. Ja. Ich mag blau. Putra, welche Farbe gefällt es dir? Frau Narma, blau. Und du, Herr Schott? Rot. Rot. Und du, Putra? Ich mag lila. Lila. Du trägst lila. Aha. Fadli, welche Farbe gefällt es dir? Ich mag schwarz. Schwarz. Auch schön. Schwarz, ja. Aha. Wow, sehr schön. Schwarz. Und Shahira, welche Farbe gefällt es dir? Rosa. Rosa, ah, schön. Shahira im Rosa. Wow, ja. Schön. Und Humaira, welche Farbe gefällt es dir? Ich mag Rosa. Ach, Rosa. So, noch einmal, ich trage blau. Welche Farbe trägst du? Ich trage rot. Rot. Putra, welche Farbe trägst du? Lila. Ich trage blau, Fadli. Ich mag schwarz. Ach, schwarz. Ja. Und die zwei schönen Mädchen, welche Farbe trägst du, Shahira? Welche Farbe trägst du, Humaira? Rosa. Du auch, Shahira? Ja, rosa. Aha. Oh, die beiden, aber ja. Wir wissen nicht, was trägt Frau Daniela. Aha. So, wir mussten jetzt zum Flughafen gehen, zum KLIA. Ja. Wir mussten Frau Daniela hier bringen, sodass wir die Überraschungsparty machen können. Ja, genau. Aber vielleicht wir können auch eine Sache mitbringen, ja? Ja, was? Diese, wie heißt das? Die sind rund und man nimmt Luft drin. Der Ballon. Der Ballon. Ja, wir bringen den Ballon. Soll ich das bringen? Ja. Okay. Der Sehr Ballon. Sehr nett von dir, Herr Schott. Der Ballon. Ist das wichtig? Ja, genau. Also, so, ich glaube, wir haben schon alles. Ich glaube, wir haben schon alles. So, kommst du mit uns zum Flughafen? Ja. Zum KLIA? Ich komme mit. Ja. So, Putra, Fadri, Shahira und Mayra. Komm, wir gehen zusammen zum Flughafen und wir bringen Frau Daniela hier zusammen mit uns. Wir machen eine, wie heißt die Party? Überraschungsparty. Ja, wir machen eine Überraschungsparty.
Okey, dan sekarang kita dah bersedia dah untuk kejutan atau parti kejutan untuk Frau Daniela. Dan sekarang kita akan jemput dia dekat Flughafen. Flughafen, genau. Dan sekarang kita juga akan berehat seketika kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. Kom, wir gehen zum Kaili. Kom. Jetzt.